Herzlich willkommen hier zur heutigen Folge The Marsch. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe noch einen zweiten Kurs noch gehabt. Das heißt, wir starten mal neu und dann machen wir gleich mal einstellen und mal einjustieren, wo anfängt. Ne? So, das ist rechts. Ne? Wir müssen mal gucken, dass wir ihn rüberschieben auf die linke Spur, da wo es unser Stroh ist. So, bei 0 Meter ist eigentlich die eigentliche Bahn, wobei es müsste, aber jetzt geht es rüber bis zum Schwatt. Da wo der Stroh unser. So, ersten Wegpunkt, ne, wo wir vorne anfangen. Ne? Mal gucken, dass er nicht über den Strohballen fahren will. Das machen sie ganz gerne, wenn ich dabei bin. Dann muss ich noch unsere Drescher leer kriegen. Also, naja, bei den kleinen Feldern ist er mit O-Drive nicht so ideal, ne? Sag ich mal so. Machen wir dasselbe. Ist ja auch kein Problem. So, kommt der am Strohballen vorbei. Jups, mit Glück. Jetzt kann er entsprechend 70 km/h fahren, ne? Aber das macht er nicht. Aber hat es vorhin gemacht, weil ein anderer Kurs drin war, ich glaube, vom anderen Feld hier Heu und da wollte er irgendwie hin, keine Ahnung. So, jetzt kann er hier in aller Ruhe arbeiten. Mit normalen 20 km/h. Wir kümmern uns mal um die beiden Drescher und machen die mal leer. Das springen. Wie gesagt, das Stück da vorne werden wir wahrscheinlich komplett vergessen können. Wenn wir uns das nächste Mal mit der Aussaat. Oder wir arbeiten hier ganz kurz, bevor wir hier einsehen, dann entsprechend ab oder so. Je nachdem. Ich hatte mich hier nachgesät, weil dummerweise hatte ich da in dem Bereich schon die Saat gewechselt und nachgearbeitet und das waren ja Gerste. Und das war ja an sich. Ist das in Anführungszeichen ein super GAU, wenn zum Beispiel bei der Ernte zwei reife Früchte auf dem Feld sind und der Drescher sich jedes Mal neu einstellen muss, das heißt, er würde irgendwann aufhören zu arbeiten. Letztere wäre natürlich ungünstig, ne? Das käme mich gar nicht so genau hin, das ist nie ganz gerade. Wir müssen vorwärts fahren. So, da kann der weiterarbeiten. Wo sind die Traktoren? Sehen wir nicht. Achso, na gut, okay. Hier denke ich auch drüber nach, wenn man mal das andere Feld gehören würde, die 520, die 46 mal zusammenzulegen. Also, da denke ich drüber nach, Feldnummer, ich glaube, 53 zu kaufen. Eine Möglichkeit, dass man Gerste drauf, da können wir noch viel brauchen. Reif vor allen Dingen, wenn das hier fertig ist, dann können die beiden Drescher rüber. Beziehungsweise können gleich mal den Glas überschicken. Der ist ja auch noch frei. Dann könnt ihr eigentlich einer voll mit arbeiten, ne, mit Autodrive. Dann können wir uns hier kümmern um. So. Jetzt gehen wir rüber zum Glastreffer. Ja, gut, 23. Mein Fehler. Ja, gut. Ich hab's nicht nur gedacht, ich hab's auch gemacht. Ja, gut. Dann kann natürlich keiner hinkommen, ne? So.
Den fahren wir mal. Wir gucken mal, was das Feld überhaupt kostet. Ne? Vielleicht können wir es gleich leisten. Ne? Wir fahren also schön hinten. Ne? So 54 war, also ist reif. Es würde noch gehen von der Entfernung her. Wir müssen so irgendwann mal weiter auswärts gefahren. Ne? Also 4 ist nicht reif. Die 11 wäre reif, also klein. Die 7 wäre noch reif, aber es ist genau das gleiche, ist auch entfernt. Also die 54. So, was kostet der Spaß? So, das können wir sogar leisten. So, wir sind jetzt eine Stolzritze eines weiteren Feldes. Der mit dem Glas fahren wir jetzt rüber. Das Feld. Dieser globale Markt. Hier fahren wir zur Straße und checken wir mit Autoreifen. Weil bis die erste Reife, das dauert noch eine Weile. Unsere Gerste, das dauert noch sehr, sehr lange. Da kommen früher die Hopfen. So, 54 war gewesen. Ne? Und da klicken, so, 54. Danke, Holger. Was würde ich machen ohne dich? So, ich brauche einen freien. Dann brauchen wir einen. Ja, super, da kann man ja Stroh holen, aller Ruhe. So, LKW nicht. Das ist Dünger. Ich glaube, die wollte Wiese noch düngen. Gucken wir mal ganz kurz. Düngermodus, Kursgenerierung 12. Zwei Vorgewände, ein Fahrzeug generieren. Ob wir alles machen wollen. Das ist auch ein Düngerfahrzeug, ne? Das war eine Mission. Muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt keinen Bock. Keine Zeit. Wenn wir einstellen, ne? Wird nichts. Der ist sogar Feld 25. Warum fährt er jetzt auf den anderen zu? Fetzt mir oder? Der ist schon anfahren, das wird hier begreift dafür. Oh, vertrocknet. Gucken, wo der andere ist. Der ist noch da. Das heißt, den werden wir jetzt ummogeln auf Feld Nummer. Den schicken wir euch jetzt Feld 53. Durch deine Reifen. 54. Da hat sich keinen Weg gefunden. Das gibt's nicht. Den müssen wir hochschicken übrigens. Weil der hat Weizenhaupt und da hätten wir Gerste. Und dann machen wir nur hochschicken, ne? Ist besser. Dann machen wir eher. Ist hier kein Weg oder was? Glaube ich eher nicht. Gut, Hof gefunden. Das ist jetzt auf dem Hof Dünger.
Schweinefutter. Das ist typisch. Will mal ganz kurz Platz machen, ne? Gut, dann ist noch nicht voll. Klicken wir durch. Düngt fleißig, das ist gut. Ein bisschen Glück wechseln wir Gras. Ich glaube, ist noch nicht drauf, nicht dran, aber so mal ganz kurz. War hier fertig. Das ist Feld Nummer 62, Mission. Ist noch aktiv. Dann machen wir noch fertig. Jetzt muss ich keinen Helfer ein, ne? Ballen pressen. So. Läuft mal eine Weile. Puh, ja. Wir werden C. N. Also erstaunlicherweise. Das ist ja Stroh. Wir brauchen ein Strohlager, nutzt hier alle nichts. Also wir müssen irgendwo ein Strohlager hinrecht bauen. Ja. Mal gucken wo. Eigentlich logischerweise. Hier stehen Bäume zurzeit. Dann wäre hier noch Platz. Hier wäre noch Platz. Ich habe viel Mist. So, Strohlager. Mal gucken, ein bisschen Geld. Brauchen wir ein bisschen Geld, nützt auch nichts. Brauchen Geld, Geld. Manis. Wenn der fertig ist, dann können wir was umbauen. Wir sind schuldenfrei. Jetzt haben wir Schulden. So. Ich glaube, Stroller sind teuer. B. Die Tierhaltung. Silage, Strohrundlager. Strohrundballenlage. Ein langes Wort. So, das werden wir hier hinzupflanzen. Den Baum da vorne werden wir entfernen nachher. Dann machen wir hier anfangen an der Ecke. Ja, Risiko, ne? Mit der Höhe her. Denn wir müssen ja unser Stroh unterbringen. Also Strohballen müssen irgendwo hin, ne? Also laufen mit Glas wird nichts. So, das laden wir noch aus. Heute. Was fehlt am meisten? Stroh. Warum sind das nicht an? Ah, das ist ja Heu. Das ist Heu. So. C. C. U. Aber das fahren wir mal ins Lager erstmal. Wir können ja noch den nächsten Ballen gleich da reinfahren. Kein Problem. Das sind die Ballen von der Normalpresse? Ich glaube schon. Das müsste aber Heu sein. Das ist Heu. Soll im Stroh herkommen, haben wir keinen gemacht. Gut, Heulager bauen, ne? Das heißt, Geld. Mein Fehler. Zurück. B. Stroh. Heuballenlager. Ich habe mir sagen lassen, das ist egal, ob Rund- oder Quaderballen. Es kommt immer Rundball raus. Man kann alles einkippen. Auch lose zur Not. Na. Die Schnur nicht so gepasst. Cool, ich hoffe, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Nochmal einen schönen Dank an neue Abonnenten. Ja, hoffentlich macht euch Spaß. Ne? Natürlich dürft ihr euch beteiligen. Pflicht ist es nicht. Ist alles keine Pflicht, alles freiwillig.
sag mal, einfach so mal, ne, reingucken, passt schon. Tschüss.